Und deswegen kann ich mir auch vorstellen, dass wir im Jahr 2024 nicht ansatzweise so eine Performance generieren werden wie 2023. Viele argumentieren heute, dass wir hohe Zinsen haben. Wir haben doch keine hohen Zinsen. Oder? Natürlich sind wir in einer realen Rezession. Das ist meiner Meinung nach eine absurde Strategie. Und diese kleinen Nischenplayer erst performen, wenn hier in Deutschland sinnvolle Gesellschafts- und Wirtschaftspolitik betrieben würde. Wir sind deutlich günstiger als vor 12 Monaten. Das Video startet gleich, aber vorher haben wir eine geniale Aktion für dich, denn wir wollen, dass du 2024 deine finanziellen Ziele erreichst. Du schickst uns dein Depot und wir prüfen es auf Herz und Nieren. Bei Beating Beta gibt es jetzt die ultimative Weihnachtsaktion und das zum Spezialpreis von nur 299 Euro für ein komplettes Jahr. Du bekommst Roast My Depot, eine professionelle Depotanalyse von mir, Daily Briefing, jeden Tag das Wichtigste von der Börse, was wirklich zählt, auf dein Smartphone. Dann 50 exklusive Geldideen für 2024. Natürlich unsere exklusiven Live-Talks mit den besten Experten und unsere Musterdepots. Mein Depot ist natürlich auch dabei mit allen Positionen. Ich würde jetzt wirklich schnell sein, denn das Angebot gilt nur bis 24. Dezember. Link dazu findest du unten in der Beschreibung. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Mario Lochner und ich bin heute zurück mit einem hochkarätigen Gast. Er ist der Kapitalmarktstratege bei Flossbach von Storch. Herzlich willkommen, Philipp Vondran. Hallo, Herr Lochner, wie geht's? Herr Vondran, es geht gut hier im neuen Studio. Sie sind tatsächlich der erste Gast. Es ist eine große Ehre, Sie hier zu begrüßen. Und schön, dass wir uns auch mal wieder im echten Leben unterhalten können. Also das freut mich, das war, glaube ich, bisher nur einmal in Köln. Köln ja, genau. Ist, glaube ich, jetzt bestimmt schon 4 Jahre her. Halbe Ewigkeit. Umso schöner, dass es jetzt klappt. Starten wir gleich mal durch. Was ist denn, wenn Sie aufs Jahr 2024 blicken, auf Börse, Aktien, Zinsen und Co., was ist denn gerade Ihre größte Überzeugung, wo Sie sagen, da, glaube ich, bin ich mir relativ sicher? Die größte Überzeugung ist, dass Multi-Asset wieder Sinn macht. Jetzt werden viele Leute sagen, ja, was soll der Vondran anderes sagen? Die sind ja Multi-Asset-Haus. Das stimmt. Aber wir haben uns ja jahrelang aus dem Fenster gelehnt und haben gesagt, eigentlich sind Anleihen ja nicht mehr zu gebrauchen in einem Portfolio. Sie bringen keine Diversifikation und sie bringen keine Rendite. Und das hat sich geändert und ich bin davon überzeugt, das wird auch im Jahr 2024 so bleiben. Sprich, heute kann man wieder unter verschiedenen Anlageklassen auswählen und zumindest nominal Renditen erzielen. Das erinnert mich so ein bisschen an meine frühe Jugend am Kapitalmarkt. Das war in den 80er Jahren. Da war das die Normalität. Und ich würde sagen, 2024 wird eine Fortsetzung der Rückkehr der Kapitalmärkte zur Normalität, zumindest der Normalität, wie sie Philipp Vondran früher mal gekannt hat. Wie lief es denn in den 80er Jahren? Denn viele haben ja immer Angst nach dem Motto, Anleihen sind wieder attraktiver, sind dann eine Konkurrenz zu Aktien. Stimmt das? Ja, es stimmt natürlich, klar. Es gibt sehr viele Institutionelle, die müssen nur nominale Rendite erzielen. Denen ist Realwerterhalt völlig egal, weil in ihren Satzungen steht, wir müssen das Kapital unserer Kunden, also der zukünftigen Pensionäre, mit dem Satz X verzinsen. Lebensversicherung, sehr ähnliches Beispiel. Und das bedeutet natürlich, dass gewisse Investorengruppen heute diese Anleihen wieder aus verschiedensten Gründen bevorzugen. Und das merkt man ja auch im Bewertungsniveau der Aktien. Also wenn wir uns die Bewertungen anschauen der Aktienmärkte, dann sind die ja in den letzten 18 Monaten deutlich zurückgekommen. Das hat eben auch mit dieser veränderten Wettbewerbssituation zu tun. Über die Bewertungen würde ich gerne gleich mit Ihnen sprechen. Das ist ja so ein wirklich ein Streitthema. Da muss man auch ein bisschen tiefer reinblicken. Zu den Anleihen. Es hatten ja letztes Jahr schon viele Anleihen auf dem Schirm und viele haben auch gesagt, 2023, viele Experten, das wird ein gutes Anleihenjahr. Anleihen werden sogar attraktiver als Aktien. Das hat jetzt 2023 nicht ganz so funktioniert. Jetzt hat man schon wieder das Gefühl, 2024, aber jetzt soll es klappen. Viele setzen auf fallende Zinsen. Da kommen wir auch noch gleich dazu. Das sind ja teilweise sehr, sehr scharfe Prognosen von den Banken. Das klingt fast schon ein bisschen so nach einem Free Lunch. Das geht doch meistens nicht gut, oder? Ja, das sehe ich genauso. Ich wäre als Anleihen
Investor durchaus auch zufrieden, wenn ich im Jahr 24 den Coupon bekomme. Mhm. Also meine Überlegung ist nicht getrieben von Kursgewinnen, die vor der Tür stehen. Und Sie haben da völlig recht, da gibt es eine ganze Menge speziell Sell-Side-Vertreter, die hier teilweise sehr abenteuerliche Prognosen, also zumindest für unser Weltbild, in den Raum stellen. Aber wir waren Anfang 2023 auch anders positioniert als viele andere Häuser. Mein Kollege Thomas Lehr, der macht über die Jahre immer so ein bisschen eine Analyse, was prognostizieren die großen Vermögensverwalter dieser Welt. Und da waren die Prognosen noch ziemlich eindeutig. Das erste halbe Jahr wird ein ganz schlechtes Jahr für Aktien, gute Einstiegsmöglichkeiten. Und spätestens im vierten Quartal 2023 wird die US-Notenbanken die Zinsen wieder senken, weil die Mega-Rezession in der Realwirtschaft angekommen ist. Das war, wie wir wissen, nicht der Fall. Aber spätestens als die US-Treasuries die Zehnjährigen die 5% touchiert haben und auch die italienischen Staatsanleihen in diesen Größenordnungen gehandelt wurden, da machte es schon Sinn, erste Anleihenpositionen aufzubauen. Im Moment ist natürlich mit 4,2 beim 10-jährigen US-Treasury schon wieder eine ganze Menge des Potenzials draußen. Aber 4,2% ist für einen Investor, der eben nicht die 10 oder 20 Jahre Zeit hat, auch eine Hausnummer, die man sich mal anschaut. Jetzt habe ich mir die Frage aufgeschrieben, bei welcher Prognose für 2024 sich Ihnen sozusagen die Fußnägel aufrollen, wo Sie ein bisschen den Kopf schütteln müssen. Ist es die Zinsprognose hier? Ich habe es mir extra aufgeschrieben. Morgan Stanley sieht Zinssenkungen in den USA wohlgemerkt, 300 Basispunkte bis Ende 2025, UBS 275 Basispunkte, nur 2024, Deutsche Bank jetzt ganz aktuell 175 Basispunkte. Wäre sportlich, oder? Die 175 Basispunkte, die sind zumindest im Markt schon größtenteils drin. Wenn ich mir die, ob sie realistisch sind, ist ein ganz anderes Thema. Das wissen Sie nicht und ich nicht. Wir wissen alle nicht, was 2024 für ein externer Event auf uns zurollt oder eben nicht. Mhm. Und was das möglicherweise für die Notenbankpolitik passiert. Aber ich muss doch als Investor immer fragen, was von den gerade eben angesprochenen Risiken oder Chancen sind im Markt schon drin. Und wenn wir uns die Zinskurven anschauen, also die inverse Zinsstruktur zwischen den kurzen und den langen Sätzen, dann wären diese 175 Basispunkte bei den kurzen US-Notenbanksätzen oder den kurzen US-Treasuries nichts anderes als eine Normalisierung der Zinskurve. Die Zehnjährigen könnten dort bleiben, wo sie sind, und keiner würde sich wundern. Also selbst wenn das eintreten würde, muss das bei einem Investor noch nicht notwendigerweise zu einer Verschiebung seiner Positionierung im Anleihemarkt führen. Man muss sich natürlich fragen, was bedeutet das A für die Realwirtschaft und B für die Inflation? Und wenn ich jetzt... Das ist ja die Frage, also heißt das eine super Rezession oder heißt das einfach, die Inflation kommt viel schneller runter? Oder eine Kombination aus beidem. Ja. Also die US-Volkswirtschaft ist meiner Meinung nach robust genug, um eine dramatische Rezession zu vermeiden. Mhm. Ich möchte nicht ausschließen, dass die ein, zwei Quartale reale Wachstumsraten haben, wie wir sie in Deutschland haben, so um die Null. Mhm. Weil natürlich eine ganze Menge des Pulvers, das der US-Konsum während der Corona-Zeit durch Staatsmittel als Feuerkraft einsetzen konnte, der läuft jetzt aus. Aber es ist immer noch eine halbwegs ordentliche Sparquote, zumindest für amerikanische Verhältnisse. Arbeitskräfte sind knapp, also auf der Lohnseite fort die Gesellschaften im Luftverkehr, was wir da an Lohnzuwächsen sehen. Das geht natürlich alles auch in den Konsum rein. Also hier sehe ich keinen massiven Abbruch. Und die Inflation hat unserer Meinung nach auf dem Weg nach unten den einfachsten Weg hinter sich. Jetzt kommt der hartnäckige Teil, das sieht man ja auch an der Kerninflation. Es würde mich nicht überraschen, wenn der Optimismus auf der Inflationsebene, also in Richtung tieferer
Inflationsraten in den nächsten 6 Monaten einen Reality-Check bekommt. Wir zeigen gerne den Vergleich zwischen den 70er und 80er Jahren und der aktuellen Situation. Und auch damals hatten wir einen deutlichen Rückgang der Inflation, bevor das wieder gedreht hat. Das bedeutet nicht, dass es so kommen muss, aber man sollte nicht ausschließen, dass es so kommen kann. Sie haben vorher gerade gesagt, die 175 Basispunkte sind quasi schon eingepreist. Also steigen Aktien gerade nur in Hoffnung auf fallende Zinsen und ja, vielleicht positive Überraschung bei der Inflation, dann ist ja das Überraschungspotenzial eher gerade negativ, oder? Also, dass die Zinsen noch mehr fallen und dass die Inflation noch schneller fällt, wird schwierig, oder? Sie haben es gerade gesagt, Reality-Check. Ja, das würde ich durchaus so sehen. Für mich ist die Inflation allerdings kein negativer Faktor für die Unternehmen, weil die nominalen Unternehmensgewinne sind natürlich eine Funktion der Inflation. Mhm. Die Unternehmen machen die Inflation. Wenn die Unternehmen die Preise anheben, steigt die Inflation. Wenn die Unternehmen die Preise unverändert lassen, haben wir keine. Also ein deutlicher Rückgang der Inflation wäre für die Unternehmensgewinne eher eine schlechte Nachricht und keine positive. Aber Sie haben natürlich völlig recht. Wenn die Zinsen vom aktuellen Niveau sich nicht deutlich nach unten bewegen, die langlaufenden, dann ist das ein fehlender Booster für die Bewertung. Und deswegen kann ich mir auch vorstellen, dass wir im Jahr 2024, 2025, ich würde die beiden Jahre mal zusammennehmen, nicht ansatzweise so eine Performance generieren werden wie 2023, das ja schon wirklich mit 15% plus im MSCI World und auch im DAX. Das ist ja ein Ausnahmejahr. Überraschenderweise gut. Ausnahmejahr. Das ist etwas, was ich in den nächsten 2 Jahren nicht so wiederholt sehe. Auch da die Normalität. Irgendwas zwischen 5% und 7%. Damit wäre ich absolut zufrieden. Also es wird schlechter, aber nicht schlecht. So kann man es genau so ist es. Es wird normaler. Das ist ja auch... Viele argumentieren heute, dass wir hohe Zinsen haben. Wir haben doch keine hohen Zinsen. Historisch gesehen nicht. Also, was sind Sie für ein Jahrgang? 87. 87. Früher waren die Zinsen bei 10, 12%. Ja, aber da haben Sie noch in den Windeln gelegen. 1990 war dann mit der Wiedervereinigung in Deutschland nochmal ein Riesensprung bei den Zinsen, 10-Jährigen über 9%. Aber seitdem ging es ja nur abwärts. Und solange Sie am Kapitalmarkt denken können, war die 5 wahrscheinlich nicht besonders oft auf den Zinsen drauf. Deswegen ist für Sie die 5 ein hoher Zins. Für mich wäre die 8 oder die 9 ein hoher Zins. Ist das vielleicht auch schon wieder so eine Verzerrung, weil viele, Sie haben es gerade schon erklärt, haben jetzt diese 5 so als, ja, generell habe ich das Gefühl schon so als magische Marke ein bisschen im Kopf. Und so nach dem Motto, das ist so hoch, weil man kennt eigentlich gar nichts, was jetzt höher ist. Nach dem Motto, das kann gar nicht höher steigen und das muss eigentlich wieder runter, weil das ist jetzt gerade ein extremes Zinsniveau. Also ist das so ein Denkfehler vielleicht nicht, Wahrnehmungsfehler vielleicht eher? Ja, das ist ein Erfahrungswert, der dann zu einem Denkmuster führt. Viele sprechen ja von higher for longer. Mhm. Ich würde sagen normal for longer. Und deswegen kann ich mir sehr gut vorstellen, dass wir die Zinsen, die wir heute haben, auch über die nächsten 5 bis 10 Jahre im Durchschnitt haben werden. Was bedeutet, die Situation im alternativen Raum bleibt so, wie sie ist. Die Bewertungen werden nicht mehr nach oben ausreißen. Wir werden uns daran gewöhnen, dass wir Marktrenditen bekommen von 5-6% nominal in einem gut gemischten Portfolio. Das nicht schlecht, aber damit wird man nicht reich. Damit wird man nicht reich, also eine gewisse Normalisierung. Ein Problem bei der Inflation, was wir natürlich noch haben, der Verbraucher leidet darunter und wir haben ja jetzt wirklich lange die Spekulation, die hatten wir letztes Jahr schon, 2022, nach dem Motto, bald geht dem US-Verbraucher das Geld aus. Das hat sich als völlige Fehlannahme herausgestellt, ja. 2023. Jetzt hatten wir Umsatzrekorde beim Black Friday, beim Cyber Monday. Wenn man jetzt natürlich das Negative sucht, kann man sagen, ja, das war jetzt nochmal das letzte Aufgebot sozusagen. Die Leute mussten die Rabatte wahrnehmen, weil ihnen sonst das Geld ausgeht. Wie schätzt ihr denn den US-Verbraucher ein? Denn
er scheint ja nicht tot zu kriegen zu sein. Ja, ich habe das ja gerade eben schon ein bisschen angeteasert. Der Arbeitsmarkt ist weiter super robust. Die realen Lohnzuwächse sind wieder vorhanden und das spricht für den Konsumenten. Ich mache mir weniger Sorgen aus der Konsumentenseite als möglicherweise aus der Staatsseite. Da sind zwar eine ganze Menge Programme, aber 2024 wird auch das Jahr des US-Wahlkampfes. Und da werden dann viele Kongressabgeordnete vielleicht etwas bockiger tun, als sie das in der Mitte der Legislaturperiode als Verhaltensmuster aufzeigen. Also da sehe ich eher Restriktion verglichen zu den sehr hohen Erwartungen. Aber der Konsument ist immer noch leidlich robust. Im Übrigen ist die Situation in Deutschland ja nicht viel anders. Sonst hätten wir ja nicht diese Streikthematiken. Also wir haben in Schleswig-Holstein, da wo ich zu Hause bin, haben wir im Moment 20 bis 30 Zentimeter Schnee und die Räumdienste fahren nicht, weil gestreikt wird. Die Eisenbahn kennen wir. Also dieses Angebotsverhältnis Arbeitskraft zu Arbeitgeber, das verschiebt sich zugunsten der Konsumenten. Und der Staat tut das Seinige dazu, dadurch, dass er Grundeinkommen und Sozialleistungen eher nach oben fährt, denn nach unten. Deswegen haben wir ja auch diese Haushaltsmisere, wie wir sie haben. Ich habe neulich eine interessante These gelesen, Sie haben es gerade schön erklärt. Die Arbeitgeber halten fest an den Arbeitnehmern, weil sie vielleicht auch durch Corona gelernt haben, oh, wenn die dann weg sind, die kommen vielleicht nicht wieder. Und zwar habe ich gelesen von der Jobful Recession, also quasi Rezession mit Vollbeschäftigung. Ja. Ist das was, was wir gerade sehen? Denn so rund läuft es ja in der Wirtschaft nicht, auch bei vielen Aktien nicht. Also naja, sind wir schon drin in einer Rezession, die halt einfach nicht so schlimm ist? Ja, aber natürlich. In Deutschland ja sowieso. Natürlich sind wir in einer realen Rezession. Die merken die Leute aber nicht, weil wir nominal Wirtschaftswachstum haben, wie wir es im Durchschnitt der letzten 20 Jahre nicht gesehen haben. Das ist der große Unterschied. Das ist einmal die Nominalillusion und das andere ist die Arbeitsplatzsicherheit, die definitiv vorhanden ist und die sich auch nicht kurzfristig verändern wird. Dafür ist die Demografie einfach zu brutal, wenn ich mir anschaue, wie sich die Anzahl der verfügbaren Arbeitskräfte über die nächsten 10 Jahre aufgrund der demografischen Veränderung in Deutschland entwickeln wird, werden uns in 10 Jahren 10% der Arbeitskräfte fehlen. Und dann kommt sehr oft der Einwand, naja, Digitalisierung und künstliche Intelligenz, die fangen das auf. Da bin ich nicht so sicher. Studien belegen, dass zumindest in den ersten Jahren technologische Veränderungen eher zum Aufbau zusätzlicher Arbeitsplätze führt, weil man muss ja immer die Backup-Struktur halten. Also man macht das Alte und ergänzt das Neue. Nach 4-5 Jahren löst das Neue dann auch vollumfänglich das Alte ab. Aber in der Zwischenzeit ist das eher Arbeitskräfte konsumierend und das wird für Deutschland eine Riesenherausforderung. Da stehen wir im Vergleich der USA viel schlechter da. Neben den Energiepreisen kommt also ein zweites großes Thema, wo der Standort Deutschland wirklich hart kämpfen wird. Aber bei diesem Thema auch in den USA, Arbeitskräfte, da kann man vielleicht sagen, dieses Mal ist doch alles anders oder zumindest ein bisschen anders. Ist das was, was die Untergangspropheten unterschätzen? Weil es wird ja oft darauf geschaut, ja, damals waren die Zinsen so hoch und dann irgendwann wird die große Arbeitslosigkeit kommen und dann bricht die Börse zusammen. Also ist das ein Faktor, der dieses Mal anders ist? Na, irgendwann wird das sicher auch mal wieder passieren. Das gehört zur Marktwirtschaft und zum Börsen. Leben dazu wie das Amen in der Kirche. Aber die Frage ist, wann ist irgendwann? Und meine Anlagestrategie zu basieren auf der Hoffnung, muss man ja bei manchen dieser Protagonisten wirklich sagen, dass morgen die Welt untergeht, das ist meiner Meinung nach eine absurde Strategie. Die Normalität ist, dass die Welt nicht untergeht. Und das ist auch der Grund, warum die Börsen in der Nähe von ihren All-Time-High stehen, obwohl wir
Kriege in Europa haben, obwohl die Demografie so ist, obwohl die Staaten, die Konsumenten, die Unternehmen rekordverschuldet sind. Das ist ja alles richtig. Aber das System ist offensichtlich robuster, als das viele dieser Schwarzseher sehen. Und das wäre für mich nie eine sinnvolle Anlagestrategie. Ich muss akzeptieren, dass ich irgendwann einmal auch vom Crash erwischt werde. Aber wenn ich langfristig investiere, dann ist das halt part of the game. Kommen wir mal zu Aktien und Branchen. Habt ihr bei Flossbach zuletzt was neu bewertet? Gibt es Aktienbranchen, wo ihr sagt, die finden wir jetzt attraktiv oder vielleicht auch welche, die fliegen raus? In Branchen denken wir ja nicht. Wir denken weder in Branchen noch in Ländern. Aber was sich sicher verändert hat, ist der noch stärkere Fokus auf die Unternehmensbilanz. Wir wissen alle, dass Fremdkapital für die Unternehmen teurer geworden ist. Und da gibt es auch Unternehmen, auch die, wo man sagt, das sind sehr solide Unternehmen mit robustem Geschäftsmodell, die heute eine Verschuldung auf der Bilanz haben, wo man sagen muss, das geht wahrscheinlich im Normalfall gut, aber gefallen tut uns das nicht. Gibt es da ein Beispiel? Selbst in den langweiligen Konsumerbranchen gibt es Unternehmen, wo wir sagen, die Bilanz ist für unseren Geschmack und um unser AAA-Rating zu erreichen oder zu halten, zu hoch geleveraged. Und dann gehen wir natürlich auch zum Vorstandsvorsitzenden und sagen, liebe Leute, das finden wir nicht gut. Seht mal zu, dass ihr das wieder zurückbekommt. Euren Free Cashflow nicht für Aktienrückkaufprogramme einsetzen, sondern um die Bilanz wieder zurückzuführen. Was die Kredite angeht, das ist eben geschuldet, auch der Annahme, dass die Zinsen nicht schnell wieder zurückkommen. Und man sieht das ja im Immobilienbereich, wie schnell es dann auch wirklich ans Eingemachte geht. Und das ist etwas, wo wir im Moment wirklich ganz klar den Fokus drauf stellen. Und das ist unabhängig von Branchen, das ist unabhängig von Ländern. Da haben wir für jedes Geschäftsmodell ein Verschuldungsniveau, das wir als akzeptabel erachten. Und wenn es da drüber geht, dann wird da auch das Gespräch gesucht, selbst mit Aktien, die wir seit Hunderten von Jahren in unserem Portfolio haben. Das wäre spannend, wo ihr da Druck gemacht habt. Aber das werde ich jetzt wahrscheinlich nicht aus Ihnen rauskriegen. Nein, aber wir machen da Druck. Und ich glaube, wir sind inzwischen auch bei vielen Managementvertretern als Gesprächspartner akzeptiert, weil die realisiert haben, wir machen nicht Druck des Drucks und des Marketings willen, sondern weil wir uns wirklich als Eigentümer sehen. Ihr seid ja auch beteiligt, klar. Natürlich, die dem Management helfen wollen, für die Eigentümer, sprich für uns, das sind keine altruistischen Maßnahmen, bessere und stabilere Renditen zu erwirtschaften. Wenn jetzt schon, höre ich jetzt mal raus, defensivere oder gestandene Unternehmen schon solche Probleme haben, was schlummert denn da, sage ich mal, bei so richtigen Pommesbuden in den Büchern? Also wie groß sind dann da erst die Risiken, die dann nicht gut geführt sind, die vielleicht windige Geschäftsmodelle haben? Das sind wirklich Themen, wo man sagen muss, das ist der Kollateralschaden, der wahrscheinlich bisher nur zu einem relativ kleinen Teil an die Oberfläche gekommen ist. Das ist immer der berühmte Vergleich mit dem Dynamitfischen. Wenn man Dynamit fischt, dann kommen relativ schnell die kleinen Fische nach oben. Aber bis der Wal nach oben kommt, der ja kein Fisch ist, das dauert eine Weile. Und der Immobilienbereich ist der offensichtliche. Das sind die kleinen Fische. Aber vielleicht werden wir auch aus anderen Bereichen mal eine Überraschung erleben, wo wir sagen, hätte eigentlich nicht sein müssen, wenn man sich solider refinanziert hätte. Wie kann man sich denn bei euch ungefähr das vorstellen? Jetzt gerade vielleicht am Jahresende, da gibt es dann vielleicht auch mal eine
Konferenz, das werdet ihr sicherlich regelmäßig machen, aber vielleicht dann eine größere, wo man mal alles überprüft. Also worauf überprüft ihr dann Unternehmen? Geschäftsmodell natürlich, Bewertung, Bilanz, was fließt da noch alles rein? Wie kann man sich das so grob vorstellen, dass die Leute vielleicht was, ein bisschen was lernen können? Ja, diese Konferenz gibt es nicht. Wir sind eigentlich sehr wenig von Meetings getrieben, weil wir davon überzeugt sind, Meetings sind in der Regel nicht der beste Performance-Generator, weil das treibt zum Durchschnitt. Wir treffen uns klar regelmäßig, um unser Weltbild zu definieren. Da sitzen dann ein Axel Weber, ein Thomas Mayer und so die Herren, sind leider nur Herren. Es liegt aber nicht daran, dass wir Herren bevorzugen, sondern wir noch keine passende Dame gefunden haben, am Tisch und diskutieren das. Aber das, was Sie gerade eben beschrieben haben, die Analyse der Einzelunternehmen, das ist ein rotierender Prozess. Der endet nie an irgendeinem Tag, schon gleich gar nicht an einem Stichtag im Quartal oder Ende des Jahres, sondern dann kommen die Informationen, die relevant sind für das Unternehmen, entweder vom Unternehmen oder von einem Vergleichsunternehmen, wo man merkt, oh, die haben da aber in diesem Segment positive oder negative Geschäftsentwicklung. Wie wirkt sich das oder wie könnte sich das auf das Unternehmen, in dem wir investiert sind, auswirken? Und wenn wir das Gefühl haben, da läuft irgendwas nicht so, wie wir es uns erklären können, dann rufen wir bei der Investor Relations Abteilung an und sagen, wir brauchen jetzt mal den Finanzchef oder den CEO, damit sie oder er es uns erklären kann. Vielleicht denken wir ja einfach nur falsch und mit einer guten Erklärung ist dann unser Missverständnis aufgehoben. Das passiert auch, aber ich würde mal sagen, mindestens in 3 von 4 Fällen kommt dann auch das Management so ein bisschen, ja, rotieren ist vielleicht ein falscher Ausdruck, aber zum Nachdenken. Gab es bei euch irgendein Thema, wo es zuletzt sehr viel Dissens gab, wo man merkt, da gehen die Meinungen wirklich komplett auseinander? Ja, sind es vielleicht die Zinsen oder was anderes? Oder gibt es ein Unternehmen, wo die Meinungen komplett auseinandergehen? Gibt es da irgendwas? Also wir hatten schon einen Dissens zwischen der Kapitalmarktstrategie und unserem Bond-Kollegen. Ich würde mal sagen, die letzten 24 Monate, weil sie doch schon sehr stark die Idee des Wiederaufkeimens der Attraktivität der Bonds herausgestellt haben, ist ja auch ihr gutes Recht, das ist ja ihr Steckenpferd. Und wir immer gesagt haben, im Moment ist da noch ein bisschen viel Kursrisiko dabei. Das war auch ein Dissens, mit dem wir ins Jahr gestartet sind. Ich glaube, wir waren nicht die bestgelittensten Kollegen bei unseren Bond-Managern. Einer von ihnen hat vor ein paar Wochen Thomas Lehr bei einer Veranstaltung in Bern gesagt, Thomas, wir sind jetzt beide seit 7 Jahren bei Flossbach von Storch, ich habe dich noch nie was Positives zu Bonds sagen hören. Also das zeigt vielleicht so ein bisschen die Differenzen auf, aber die letzten 3 Monate haben uns von der Kapitalmarktstrategie sicher deutlich näher an die Bond-Kollegen und Kolleginnen geführt, als das in den letzten 15 Jahren, seitdem ich bei Flossbach von Storch bin, jeder Fall gewesen. Jetzt hatten wir erst einen historischen Bond-Crash und jetzt im November eine Bond-Rally, die gab es zuletzt im Dezember 2008. Das ist schon spektakulär. Also die Bond-Märkte sind ja eigentlich gerade viel spannender als die Aktienmärkte, oder? Das ist ja schon Wahnsinn, was da eigentlich auch an Volatilität drin ist. Also ja, das ist so. Das ist so, aber das ist eigentlich natürlich, wenn man so eine Bewegung hatte, diesen Bond-Crash, der logischerweise auch basierend auf dem Ausgangsniveau. Wir hatten vorher halt noch nicht Null- oder Negativverzinsung, dann so gigantisch gewesen ist. Dann gibt es auch eine Gegenbewegung. Ich glaube, auch da gilt das Gleiche, was wir immer zu den Aktien sagen. Kurzfristiges Time
ist sehr, sehr schwer möglich. Man macht sich strategisch Gedanken über die Rendite, die man erzielen will, und dann versucht man aus den zur Verfügung stehenden Anlageklassen das optimale, das robusteste, das verlässlichste Portfolio zusammenzubauen. Und dann gehören Bonds wieder dazu, während die vor 1, 2 oder 5 Jahren meiner Meinung nach nicht dazu gehört haben. Und das ist sicher eine massive Veränderung, die das Jahr 2023 gebracht hat. Kommen wir mal zur Bewertung. Jetzt muss ich mal kurz aus dem Nähkästchen plaudern. Ich weiß gar nicht, ob Sie sich daran erinnern. Ist auch egal, wo es war. Ich war auf jeden Fall mal schon viele Jahre her bei einer Veranstaltung dabei. Da wurden Sie gefragt nach dem Motto, hier KGV, das ist doch jetzt der günstigste Markt. Und da weiß ich noch, da haben Sie geantwortet, meinen Sie diese Frage ernst? Dieses Spielchen nach dem Motto, wir schauen uns jetzt an, hier die Schweiz, Schweden, Finnland, Australien. Und wer das niedrigste KGV hat, ist sozusagen am attraktivsten. Ja, ja. Wie sind wir denn jetzt bewertet? Wenn wir auf die USA blicken, auf den ersten Blick verdammt teuer, wenn man aber dann mal die Aktien, die wenigen großen Schwergewichte rausrechnet, die natürlich vielleicht teilweise ein bisschen teurer sind, dann sieht man eigentlich, der breite Markt ist nicht gut gelaufen, günstig bewertet. Da gibt es ja massive Verzerrungen. Wie sind wir denn bewertet? Kann man das überhaupt so pauschal sagen? Also wir sind deutlich günstiger als vor 12 Monaten. Egal, was man als Vergleichsindex oder Aktienauswahl hernimmt. Obwohl es so stark gestiegen ist. Ja, aber es sind natürlich primär auch die gestiegen, die in den 2022er Jahrgang nicht besonders toll abgeschnitten haben. Wenn man den S&P gleichgewichtet, dann sind wir auf absolut normalem Bewertungsniveau. Ich finde es auch immer abenteuerlich, dass man sagt, der amerikanische Aktienmarkt ist ja nur getrieben von den großen Sieben. Wenn ich mir den S&P anschaue und die letzten 10% rausnehme, dann stelle ich fest, dass der Markt auch zweistellig gestiegen ist. Also es ist genauso eine Verzerrung, wenn ich die obersten 10 oder 20% nehme, wie die letzten 10 oder 20%. Das gehört eben zu einer Diskussion dazu, dass man sich die Statistik raussucht, die einem selber passt. Aber ich bin nicht davon überzeugt, dass die Bewertung in den nächsten 2 Jahren ein großer Kurstreiber sein wird. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir um dieses Niveau herum meandern, so wie man es bei den Zinsen, bei den langen Zinsen auch um dieses Niveau herum meandern, dann müssen das eben die Unternehmensgewinne machen. Die Unternehmensgewinne dürften nicht mit der gleichen Dynamik ansteigen, wie wir das in den letzten 24 Monaten gesehen haben. Teilweise natürlich auch von der Basis, die durch Corona verzerrt gewesen ist. Aber sie dürften immer noch ausreichen, um ein Gewinnwachstum 5-6% darzustellen. Mit mehr oder weniger unveränderter Bewertung kommen wir dann zu den Renditeprognosen, die ich gerade eben abgegeben habe. Normal halt. Kommen wir nochmal ganz kurz zurück zu den Unternehmen. Jetzt haben sich ja zuletzt, Ende der Berichtssaison, die Ausblicke schon ein bisschen eingetrübt. Selbst bei Nvidia, gut, da war dann natürlich so das China-Problem, das Handelskriegsproblem, ein extra Thema, aber auch bei dir und Co. Viele Konsumer haben die Ausblicke ein bisschen nach unten korrigiert. War jetzt nicht so berauschend, kann natürlich auch mal ein bisschen Understatement sein. Wie geht's denn in Unternehmen aus eurer Sicht? Ihr sprecht ja viel mit ihnen, jetzt mal unabhängig vielleicht von deinen Schulden. Und welche Frage habt ihr denn am öftesten gestellt? Worauf schaut ihr? Also wir stellen definitiv nicht die Frage nach dem Ausblick. Der ist in der Regel nichts wert. Es ist eigentlich sehr mutig von einem Unternehmen, wenn es sich hinstellt und sagt, wisst ihr, über den Ausblick fürs nächste Quartal können wir am Ende des nächsten Quartals sprechen. Sehr so absurd, wie unsere Branche, noch stärker allerdings die Sell-Side, versucht aus den Unternehmen etwas rauszuquetschen, was die nicht seriös prognostizieren können. Aber es ist klar, dass angesichts der Entwicklung in der Realwirtschaft und angesichts der Entwicklung auf der Inflation sich die Gewinndynamik entschleunigen wird. Da brauche ich jetzt keine Glaskugel für. Das wird dann von manchen Leuten als Eintrübung beschrieben. Auch wenn es langweilig wird, ich beschreibe das als Normalisierung. Und das ist nach den
Quartalen, die wir gesehen haben, wirklich etwas, was überfällig ist. Muss ja auch in gewisser Weise eingepreist sein, oder? Ist ja jetzt keine große Überraschung, dass die Wirtschaft jetzt nicht in den nächsten Wochen komplett boomen wird und durch die Decke schießt. Ich würde sagen, es ist genau so, wie Sie sagen. Die Investoren schauen auf die Performance-Zahlen von 23 und sagen, wie ging denn das eigentlich? Speziell Deutsche. Bei jeder Veranstaltung versuche ich, die zu packen und wegzuholen von ihrer völlig desillusionierten realwirtschaftlichen Einstellung zu Deutschland, zur deutschen Gesellschaft und sagen, diese Angst, diese Sorgen, die dürfen euch nicht bei der Geldanlage dazu veranlassen, dass ihr euch einbunkert im Festgeld, für das er jetzt sogar dann auch noch 3,5% bekommt. Der DAX ist über 15% im Plus. Trotz der politischen und gesellschaftlichen Misere, in der wir fraglos stecken. Aber es, warum? Weil es Global Player sind? Weil sie... Ja, weil sie gelernt haben, mit Bürokratie, mit inkompetenter Politik umzugehen. Das ist ja schon ein... Dann müssen das ja die besten Unternehmen der Welt sein. Bis zum gewissen Maß ist das natürlich ein Stahlbad. Und ich sage das gerne, wie würden gute Unternehmen, speziell Familienunternehmen und diese kleinen Nischenplayer erst performen, wenn hier in Deutschland sinnvolle Gesellschafts- und Wirtschaftspolitik betrieben würde. Aber es zermühlt, die Mühlräder dieser Bürokratie, der Energiepolitik, die haben natürlich auch bei den weniger effizienten Unternehmen entweder die Insolvenz zur Folge oder sie wandern woanders hin. Wir sehen im DAX natürlich nicht das durchschnittliche deutsche Unternehmen, sondern die, die über Jahrhunderte schon fast durch dieses Stahlbad abgehärtet sind. Ihr seid ja auch in deutsche Unternehmen investiert. Ist das wirklich so, dass die drüber nachdenken, nach dem Motto, wenn das jetzt noch so weiterläuft, 1-2 Jahre, dann produzieren wir halt nur noch in China oder was weiß ich, oder Mexiko ist ja auch gerade gefragt. Also ist das wirklich so oder ist das auch immer so eine Angstmache nach diesem Motto, diese Deindustrialisierung und diese Abwanderung? Oder ist das... Nein, das ist definitiv keine Angstmache. Also die Unternehmen, in denen wir investiert sind in Deutschland, haben das entweder schon längst gemacht. BASF, Adidas und Co. sind ja... Genau. Oder sie sind getrieben durch ein Geschäftsmodell, das einfach in Deutschland sitzt, wie eine deutsche Börse beispielsweise, die aber auch immer stärker ihr nicht deutsches Geschäft ergänzen. Aber es ist völlig klar, alle Unternehmen, die relativ hohe Energiekosten haben, und die deutsche Wirtschaft ist eine der energieabhängigsten in Europa, die müssen, um ihre Existenz zu sichern, über Veränderungen im Standort nachdenken. Überhaupt keine Frage, das wird nicht der Standort der Verwaltung sein. Die werden mit hoher Wahrscheinlichkeit weiter in Deutschland ihren Hauptsitz haben und deutsche Unternehmen bleiben. Aber viele dieser Unternehmen sind gezwungen, ihre Produktion auszulagern. Ich meine, wenn ich schaue, was die Energie in den USA kostet und bei uns. Die wird im Zweifel auch noch billiger. Inflation Reduction Act und Co. Also da wird ja investiert wie verrückt. Und wir werden das wahrscheinlich jetzt über Nacht nicht lösen können, das Problem. Also kann man in jetzt so ein klassisches deutsches Unternehmen, was jetzt nicht die Produktion verlagern kann, was jetzt auf Deutschland angewiesen ist oder wäre, ja, wäre es da rational zu investieren? Wenn die Bewertung stimmt, klar. Das ist am Ende des Tages immer eine Frage der Bewertung. Ich erinnere mich noch gut, in der Finanzkrise haben wir für unsere Kunden in Fiat-Anleihen investiert. Die haben damals 14% abgeworfen und viele unserer Kunden haben angerufen, habt ihr sie noch alle? Wie könnt ihr in ein solches Punkt-Punkt-Punkt-Unternehmen investieren? Und unsere Argumentation war, Fiat ist für Italien ein systemrelevantes Unternehmen. Die italienische Regierung wird alles unternehmen, um dieses Unternehmen am Leben zu erhalten. Die Risikoprämie dieser 14%, Daimler-Anleihen haben damals 8% gebracht, die ist so hoch,
dass wir der Meinung sind, dieses Investment ist richtig. Schade, dass wir nicht mehr gemacht haben und schade, dass wir es viel zu früh verkauft haben. Aber am Ende des Tages ist, wenn das Geschäftsmodell nicht komplett marode ist, über die Risikoprämie ein Preis zu definieren, wo man sagen muss, hier ist das Standortrisiko, hier ist das Risiko einer Geschäftsaufgabe einfach sauber eingepreist und dann kann man auch dort investieren. Wie viel Cash würden Sie denn Cashquote momentan empfehlen? Die ist relativ tief. Das ist eigentlich in unserem gemischten Portfolio die große Veränderung der letzten 12 Monate, dass wir einen relativ hohen Teil des Cashs in Anleihen umgeschichtet haben, zunehmend auch in längere Laufzeiten, aber der Großteil immer noch in überschaubar. Kommen wir langsam zum Ende. Sprechen wir noch über China. Da haben wir beim letzten Gespräch sehr viel drüber gesprochen. Das waren auch wirklich sehr, sehr spannende Insights. Also wirklich nochmal Kompliment. Das ist natürlich schon toll, dass Sie sich da so auskennen, auch vor Ort sind. Sie sprechen ja sogar die Sprache. Ist China momentan vielleicht am meisten überschätzt? Auch natürlich schwer pauschal zu sagen, aber das ist ja wirklich ja, schon ein schlechtes Jahr gewesen. Also da gibt es ja gefühlt nur auf die Mütze medial, auch von den Investoren, Gelder abgezogen, Aktien laufen nicht gut, Auslandsinvestitionen laufen auch nicht gut. Aber zuletzt, wenn man mal auf gewisse positive Schlagzeilen schaut, in Mexiko zum Beispiel wurden zuletzt im Oktober 20% aller verkauften Autos aus China. Vor ein paar Jahren wurde da quasi kein einziges chinesisches Auto verkauft. Ist das vielleicht, gerade wenn man Risiken eingehen will, ein bisschen längerfristig denkt, ist China da gerade echt eine Mega-Chance? Also ich investiere persönlich nicht in Kia. Auch nicht via auch nicht ETFs. Via irgendwas, weil mir die Rechtssicherheit einfach fehlt. Das ist eine sehr persönliche Einstellung. Ich habe auch Probleme, wie mit Minderheiten umgegangen wird. Mir ist es bis zu einem gewissen Maße egal, das ist vielleicht das falsche Wort, aber nicht so wichtig, welches Politiksystem Länder haben. Das sind andere Gesellschaften, das sind andere historische Entwicklungen. Wir als Deutsche sollten nicht der Meinung sein, wir sind die Besten von allen und versuchen unsere Konzepte auf andere Länder überzustülpen. Aber wie man mit Menschen umgeht, das ist für mich persönlich schon relevant und da habe ich meine Zweifel. Aber die Rechtssicherheit. Fragen Sie mal Jack oder Pony Ma, was die von den Aktionärsrechten in China halten. Das ist für mich ein ganz klares No-Go-Argument. Manche Leute sagen dann, naja, wenn die Risikoprämie hoch genug ist, dann investiere ich dann dort. Doch, das klingt so ein bisschen wie nach Russland. Das haben mir die Leute auch immer erzählt bei Gazprom und ähnlichen Unternehmen. Gerade gestern hatte ich wieder eine Veranstaltung, wo dann jemand kam und hat gesagt, kommt denn Gazprom nochmal? Ich weiß es nicht, aber ich würde auch in keinen russischen Unternehmen investieren. Aber die chinesische Wirtschaft ist schon ein bisschen stärker als die russische, aber oder? Natürlich. Wer an die chinesische Wirtschaft glaubt, kann vielleicht in die chinesische Währung investieren, kann möglicherweise sagen, ich kaufe von denen Anleihen, weil die Risikospreads sollten dann zusammenkommen. Aber ich bin davon überzeugt, China wird als Gesellschaft weiter positiv überraschen. Ich bin davon überzeugt, China wird auch eine viel gleichmäßigere, wenn auch deutlich tiefere, positive Wirtschaftsentwicklung haben. Aber investieren tue ich persönlich nicht. Kommen wir zum Abschluss. Gibt es noch irgendwas, was für Sie unterschätzt ist? Vielleicht auch ein Asset, zum Beispiel Gold, ist zwar zuletzt auch schon gestiegen, aber wenn die Zinsen runterkommen sollten, schwächere Dollar jetzt. Gibt es irgendwas, wo Sie sagen, das könnte 2024 überraschen? Das haben Sie auf dem Schirm. Ja, Gold könnte es sein. Wie Sie richtig gesagt haben, gab es eigentlich keine guten Gründe, dass das Gold dort steht, wo es steht. Jetzt vielleicht mal den Dollar in den letzten Wochen außen vor genommen. Sie hatten in der Regel auch Abgabe von Privatinvestoren, die sagen, ich kriege jetzt wieder Zinsen auf meinen Anleihen.
Gold rentiert zumindest, was Dividende oder Zins angeht, bei null. Aber sie haben eben die Notenbanken, die hier in die Bresche springen. Und diese Notenbanken und die Nachfrage der Notenbanken nach Gold dürfte meiner Meinung nach im Jahr 2024 weitergehen. Das ist einfach eine Funktion der auseinanderdividierenden Währungsräume. Und viele Notenbanken, speziell in Staaten, in denen das politische System vielleicht nicht unbedingt westlichen Standards genügt, die sagen, wir wollen wegkommen vom US-Dollar und vom Euro als Reservewährung, auf die wir dann möglicherweise im Krisenfall nicht zugreifen können. Wir kaufen Gold, das wir auch zu Hause lagern. Und das ist eine Nachfragekomponente, die in den letzten 2-3 Jahren deutlich an Bedeutung gewonnen hat. Und das würde mich alles andere als überraschen, zu sehen, dass das im nächsten Jahr so weitergeht. Letzte Frage, jetzt habe ich heute Ihre Unzufriedenheit ein bisschen rausgehört, wie es in Deutschland läuft. Bundeskanzler vorn dran, was würde der 2024 sofort ändern? Ja, die Frage habe ich vor 15 Jahren schon mal gestellt bekommen und ich habe gesagt, Deutschland würde sich wahrscheinlich den existierenden Bundeskanzler zurückwünschen. Ich würde als allererstes unser Bürokratiemonster schlachten. Ganz einfach, wenn ein Antrag nicht innerhalb von 3 Monaten abgelehnt ist, ist er automatisch genehmigt. Ich würde versuchen, ein sinnvolles Rentensystem aufzustellen, das kapitalgedeckt ist. Und ich würde vor allen Dingen nicht durch eine ständige Aufblähung der Verwaltung die knappen Arbeitskräfte, die wir in Deutschland haben, noch aus der produktiven in die unproduktive Gesellschaft ummünzen. Ich sehe das, ich bin ja so ein bisschen kommunalpolitisch aktiv bei uns in Ostholstein. Die Verwaltung, die Kreisverwaltung ist in den letzten Jahren von etwas über 400 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen auf Planzahl 2024 über 750 angeschwollen. Fast verdoppelt. Das sind natürlich alles Arbeitskräfte, die uns und unseren Unternehmen fehlen, die wir logischerweise aus unserem Steuersubstrat finanzieren müssen. Und ich behaupte, nicht alle dieser Arbeitskräfte sind für Deutschland und die Region, dort wo sie sind, relevanter als in einem guten Dienstleistungs- oder Industrieunternehmen. Herr Vornran, herzlichen Dank. Das hat großen Spaß gemacht und schön, dass wir uns mal wieder in echt in live gesehen haben. Kann ich nur teilen. Bis und bald. Danke euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, gerne Daumen nach oben und natürlich Kanal abonnieren, um solche hochkarätigen Gäste nicht mehr zu verpassen. Danke Ihnen, danke euch. Wir sind jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.